Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. Hallo, Freunde der Freiheit. Wieder einmal ein paar schöne Messer, die wir erst gestern ganz legal in Deutschland gekauft haben. Nummer 1. Ja, könnt ihr mal schauen. Ja, wie soll ich sagen? Hier oben steht schön AK-47 drauf. Ich denke mal, es kommt wohl aus Richtung Russland. Dazu, naja, das internationale Länderkürzel. GSSR heißt das wohl, glaube ich, auf Russisch. Ja, für Russland. Ja, das war aber früher zu sozialistischen Zeiten. So, na, was soll man dazu sagen? Erstmal fand ich interessant, dass die Messer eine Sicherung haben. Sieht man's? Hier hinten das kleine Hebelchen. Also das Messer kann gesichert werden im geschlossenen Zustand und im offenen Zustand. Ansonsten ist es hier ein schönes Springmesser. Zack. Ist eigentlich eine feine Sache. Schöne Holzgriffe dazu. Der Rest ist schön Stahl. Das ist auch immer wichtig. Ja, ansonsten. Ja, die Niete, die hier oben drin ist, also diese Schraube, die müsste mal nachgezogen werden. Das ist aber hier so eine spezielle, da muss ich mir erstmal kundig machen, wie das überhaupt, was das für ein Schlüssel ist. Also die muss mal nachgezogen werden, das ist noch ein bisschen labil. Ja, da ist die Klinge auch wieder hier, wie man sieht. Dann wird sie wieder fest. Ja, das war Nummer 1 gewesen. Ja, dazu gab es hier noch eine putzige Tasche. Ja, dann, wo ist das nächste? Ach, dann noch etwas größer, eigentlich von derselben Machart. Schaut so aus. Fand ich interessant von der Optik mit diesem Fingerloch hier drin. Man kann dann so schön, wenn man Lust und Laune hat, das Messer so ein bisschen, ne, kunstvoller rumwirbeln, so mehr oder weniger, was weiß ich. Wir wollen ja hier keine Tricks vorführen, das kommt erst später. Auch hier wieder oben drauf, wie bei dem kleinen, eine Sicherung im geschlossenen und geöffneten Zustand zu sichern. No. Auch schön scharf, schön interessante Form, bisschen Holz dran, so wie es mag. No. War Nummer nur 2 gewesen. Dann, wo ja jetzt alle so auf diesem Karambit-Style stehen, einfach ganz normal zum Öffnen, zack. No. Sieht man es schön? Ja, das hat kleine Schäden dran gehabt, aber es war wirklich billig. Also da will ich auch nicht maulen. Bei mir darf ein Messer auch kleine Gebrauchsspuren haben. Ich nehme auch mal ein altes gerne, wenn irgendjemand eins verkauft, nehme ich das auch gerne. Man kann probieren, die Kratzer wegzupolieren oder was weiß ich. Die Griffschalen sind auch bloß lackiert. Ich würde sagen, das ist auch nicht mal richtig eloxiert. Das ist einfach bloß schwarzer Lack drauf. Aber hier, die Firma Kanda gibt es eigentlich im Internet immer noch. No? So, dann habe ich etwas erbeutet auf einem Trödelmarkt, auch in Deutschland, eine kleine Antiquität. Ja, wie soll man das nennen? Fahrtenmesser steht hinten noch leicht verwaschen drauf. Das ist aus DDR-Zeichen. Man kann auch noch leicht VEB irgendwas lesen. Der Preis ist hinten dran verwaschen. Kann man nicht mehr gut lesen. Das ist uralt. Das dürfte schon 30, 40 Jahre alt sein. So was hatten wir zu Ostzeiten als Kinder am Gürtel. Das ist das sogenannte Fahrten- oder Campingmesser. Kann man hier aufmachen. Ist so eine kleine Flasche. Zack. No. Zack, so sieht das aus. Ein balliger Griff, dass man es gut festhalten kann. Liegt auch als Erwachsener noch gut in der Hand zum Schnitzen etc. Die Klinge ist schön scharf. Ich habe gestern schon mal aus Langeweile ein bisschen dran rumgeschliffen. Halt. Da. Wenn man sieht, es lässt sich, wenn man es gut hält. Zack, macht's. No. Also, das hat halt auch Gebrauchsspuren dran, Rostflecken schon. Da bin ich schon am Behandeln, dass die weggehen. Naja, es ist ein Erinnerungsstück. Man sieht es ganz schlecht, aber da hinten ist so ein kleiner Kompass drin. Naja, das DDR-Überlebensmesser, sage ich jetzt mal. So, das, da habe ich mich wirklich drüber gefreut, für einen ganz schmalen Preis. Mensch, 10 Euro habe ich dafür ausgegeben. Das ist wirklich ein schmales Geld, kann man ruhig mitnehmen. So eine kleine Antiquität. Dazu passend
Aus DDR-Zeiten habe ich noch was anderes zu zeigen. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Dafür gab es auch so eine kleine Pionieraxt. Da werde ich dann aber die Holzgriffschalen zeitnah noch ersetzen. Scharf geschliffen. Hier hinten, das ist so ein flacher Schraubendreher dran. Schlitzschraubendreher. Dosen öffnen kann man einwandfrei damit. Naja, das hier hinten konnte man als Hammer benutzen. Das war so eine Pionieraxt, die hat man mit zum Camping genommen. In so ähnlich wie Pfadfinderlager heutzutage, sowas gab es zu DDR-Zeiten auch. Und da war das ganz praktisch, wenn man mal ein kleines bisschen Holz spalten wollte etc. No. Das passt jedenfalls hier mit dazu. Die Lederscheide wird dazu auch noch zeitnah repliziert, sage ich jetzt mal. Jo, das war erstmal mit Messer alles. Tschüss.